Naja. Zocken wir einfach mal weiter. Hoffentlich ist nichts in der Aufnahme falsch, dass ich jetzt Beginn überschrieben habe. Und dann alles kaputt ist. Das wird mich jetzt ein bisschen killen. Naja. Ich muss schon sagen, das Spiel ist echt zeitaufwendig und die Zeit geht schnell rum. Naja, es ist halt ein Aufbauspiel und das nimmt halt auch Zeit in Anspruch. Wenn es euch zu langsam geht, könnt ihr auch ein paar Let's Plays überspringen, wobei ihr dann vielleicht irgendwas verpassen könntet. Aber das wäre dann eure eigene Entscheidung. Oder wenn euch halt nur das Ende interessiert oder nur ein paar Zwischensachen. Naja, ich fände es schade, aber ich kann euch ja nicht zwingen, das ganze Ding hier anzugucken. Aber da das Let's Play sowieso in Deutsch noch oder beziehungsweise eigentlich noch gar nicht auf YouTube ist, hoffe ich mal, dass es jemanden interessiert oder welche Leute interessiert, vielleicht auch welche, die schon gezockt haben, die dann vielleicht denken, oh, ich grab das Spiel nochmal aus und fang's nochmal an zu spielen. Naja, ich hoffe mal darauf. Oh, jetzt fängt mein Headset wieder an zu tuten. Steck mal's wieder ein. So, dann, ja, wenn du schon tief gräbst, dann mach hier das Ding hier auch fertig. Ist ja sonst Schwachsinn. So, die Tür wird gebaut. Also, ich glaube, ich habe es irgendwie falsch in Erinnerung, dass die Zwerge hier wirklich gar nicht hochkommen. Ich die Tür woanders hingebaut habe. Oder zusätzlich gebaut habe. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich meine, die kommen hoch. Beziehungsweise wahrscheinlich. Ui, ui, ui. Lassen wir das erstmal zu. Können wir später immer noch erkunden. Denn ich habe jetzt gerade keinen Bock auf Klopperei. Noch nicht. Das war ein sogenannter Wucker. Ja, jetzt sieht man nicht so. Ja, ein bisschen sieht man. Das ist so eine kleine Bestie eigentlich. Die ist nicht schwer zu besiegen oder so. Aber mit einem Zwerg schon ein bisschen kritisch. Ohne Rüssel und alles. So. Ein Transportfilz. So, der ist mir jetzt egal. Macht das jemand anders? Du packst dir jetzt die Tür. Die Leiter. Damit wird das auch direkt aufgehoben. Jetzt kann er die Leiter schon mal direkt hinbauen. Anschließend kann er dann nach hier unten geht die Tür da reinzimmern. Ja. Dann können wir das Ding hier auch abbauen. Wieso geht er jetzt? Ach, weil hier noch nicht gescheit erkundet ist. Ja, es ist wirklich lustig. Wenn hier so ein bisschen fehlt von der Erkundung her, dann wissen sie nicht, dass der Gang nach hier unten endet und gehen wirklich außen rum. Selbst wenn jetzt hier auch kein Gang wäre und hier hinten wäre irgendwo der Gang, der nach hier führt, oder da ganz hinten irgendwo. Ja, würden sie bis da laufen und den Gang rund gehen, anstatt direkt hier hin. Es sei denn, man klickt einmal kurz hier hin und sagt ihm, jetzt geht es nach unten. Also manches ist in dem Spiel wirklich bisschen, naja. Aber es ist trotzdem ein tolles Spiel und ich bin begeistert von dem Spiel. Vor allem, wenn die Sounds da mal funktionieren. Und da haben wir unseren nächsten Gegner. Eine Alienpflanze. Ne, Fresspflanze. Keine Alienplatz. Und dann haben wir noch was. Ein Buch. Die spritzt jetzt übrigens so ein gelbes Gedöns. Sieht man es nicht. Bleibt mal ein bisschen stehen. Komm, fangen wir an zu spritzen. Jetzt glaube ich. Da sieht man es. Man kann es easy ausweichen eigentlich. Aber auch noch 100%. Dieses Gedöns, wenn sich das trifft, halt, zieht es einem Leben ab. Diese Fresspflanze, wie sie heißt, kann man übrigens ganz easy ausschalten, indem man einfach aus Entfernung draufhaut. Also überhaupt kein Thema. Beziehungsweise die Bücher wollte ich, glaube ich, mal hier unten. Egal, wir legen. Oder. Ja, wir legen so oben hin. Die Bücher sind übrigens folgendes. Mit denen kann man Sachen erlernen. Ich lager die meistens. Und wenn ich sie dann mal wirklich. Oh, komm, bleib doch hier unten. Wenn ich sie dann mal wirklich brauche. Also, falls ihr das noch nicht wisst oder vergessen habt oder wie auch immer. Das schaltet ein, dass der Zwerg nicht automatisch seiner Arbeit nachgeht, die er haben könnte, und automatisch irgendwas verrichtet, sondern nur das macht, was ich ihm jetzt gerade sage, weil er nicht abhauen soll, sondern die Tür aufbauen soll. So. Und da ich jetzt eigentlich sowieso bei ihm, hätte ich jetzt eigentlich nicht, bei ihm war, hätte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt anschalten müssen. Naja. So, die Bücher, bevor ich es vergesse. Das hier ist jetzt zum Wege zum Knockout. Man weiß nicht, was das Buch macht. Also ich kann jetzt nicht sagen, das Buch gibt jetzt +5 in Stein oder sowas. Oder
in Stimmung oder so. Jedenfalls bringen die Bücher etwas. Beim Wege zum Knockout könnte man jetzt mal sehr easy darauf schließen, dass das was in in Kung Fu, also Kampfkunst, bringt. Und das ist es auch. Das erkennt man am Namen eigentlich. Bei manchen Sachen erkennt man es aber auch nicht. Naja. Und da hören wir auch direkt unser Bibi rumschreien. Da hinten krabbelt's rum. Schickt die meistens auch mal nach oben. Wobei das Schöne ist, solche Babys sind eigentlich gut zum Erkunden auch geeignet. In Stellen, wo es vielleicht ein bisschen gefährlicher ist oder wie auch immer. Weil keine Feinde. Wie sieht es bei denen eigentlich aus? Ernährung, auch die ist noch okay. Hatten sie noch irgendwo ein paar Grillhämmerchen? Weil die Typen sind auch ein bisschen blöd. Die machen sich nicht selber. Das sind auf gut Deutsch sind das faule Säcke. So, hier nehmen wir die Dinger auch direkt mit. So. Schicken wir den erstmal wieder nach oben. Nehmen hier noch irgendeinen und schicken ihn nach unten. Die Tante, der geht's gut. Schicken wir sie nach unten. Und dann nehmen wir alles mit und dann machen wir gleich Folgendes und schließen einfach die Tür. Man kann sie die ganze Zeit öffnen lassen. Dann bleibt sie die ganze Zeit offen. Oder man sagt halt, dass sie automatisch öffnet und schließt. So durch können keine Feinde hindurchkommen. Es sei denn, beziehungsweise Neutrale können durch. Und verbindet natürlich auch. Nur keine Feinde können durch, die müssen dafür die Tür kaputt machen. Tiere oder so greifen die Tür meistens sowieso nicht an. Also, beziehungsweise, was heißt meistens, sie greifen sie nicht an, außer Trolle. Tür offen heißt, kann jeder mal durch, ne? Logisch. Und Tür zu heißt, das Ding bleibt verschlossen, da geht keiner durch. Auch nicht deine eigenen Wiggles. Also, meine laufen da auch nicht durch. Wenn ich zum Beispiel nicht will, hier geht zum Beispiel jetzt Gang runter oder hätte stehen jetzt auf. Ja, gut, bei dem ist es gut. Hätte stehen jetzt ausgegraben und der geht hier nach links und rechts, baue hier und da eine Tür hin, würden die auch nicht nach da und da gehen. Wenn ich einfach mein Reich zum Beispiel abgrenzen will, könnte ich das so zum Beispiel auch machen. Wobei andere Feinde oder wie auch immer auch die Türen natürlich zerstören können. Oh, da heult das Baby aber rum. So, der Steinmetz wird aufgebaut. Typ ist oben. Und da haben wir schon direkt Bier. Das Gesöffs, was die Wiggles wirklich in tonnenweise runterhauen. Muss man ehrlich sagen. Das sind wirklich kleine Alkis. Also an die Jüngeren hier, die vielleicht das Ding angucken, das Spiel ist ja ab 12. Sauf nicht zu viel. Macht den Zwergen hier nicht nach. Ich will hier keinen zum Alkoholsaufen verleiten. Zu den Älteren, trinkt euch ruhig ein. So, oh, guck mal, da haben wir eine Keule. So, nettes Bierchen ist ab und zu ja auch schön. Kinder, das habt ihr nicht gehört. So. Wie viele waren denn da? So, was interessiert mich? Eigentlich gar nichts mehr von hier. Mehr liegt hier eigentlich nicht rum. Da lag hier Gold mal rum? Ne, hier lag kein Gold rum. Ja. Nehmen wir noch so eine Raupe mit. Oh, ne, den Hamster. Raupen findet man. Die braucht man auch nicht so oft irgendwie als die Hamster, muss man ehrlich sagen. Deshalb nehme ich meistens die Hamster mal mit. Und ja. Jetzt sind wir durch. Und jetzt sagen wir einfach zu das Ding und lassen die Trottel da unten verrecken. Weil sie eben kein He Essen herstellen und wenn halt die Ernährung, was man hier unten jetzt gerade gesehen hat, halt runtergeht, dann geht irgendwann auch das Leben runter. Also deshalb muss man auch immer schön danach gucken, dass die Typen schön essen. Und natürlich geht auch nebenbei natürlich auch die Stimmung runter. Das ist noch so ein kleiner Nebeneffekt. Naja. Wobei man natürlich auch Heiltränke gibt. So, jetzt können wir zum Beispiel die Schleuder und den Grabsteine finden. Durch den Grabstein können wir jetzt zum Beispiel sehen, die Typen können auch wirklich sterben. Ja, sie können sterben. Dabei bleibt dann, soll ich jetzt spoilern oder nicht? Gut, schlimm ist das jetzt eigentlich nicht. Würde man dann sowieso sehen später. Also auf jeden Fall bleibt die Zipfelmütze liegen. Und mit der Zipfelmütze kann man dann anschließend damit wie heißt es? Jetzt suche ich ein Wort und finde es wieder nicht.
Damit kann man dann anschließend halt mit der Mütze und dann einem Stein oder so den Grabstein herstellen und den irgendwo aufbauen. Den kann man übrigens genauso wie zum Beispiel den Grenzstein benutzen, weil er genauso klein ist. Ja, deshalb kann man ihn auch perfekt in irgendwelche Höhlen rein stellen. Mehr als ein Gebäude zum Angucken, was vielleicht Sicht bringt, macht das jetzt auch nicht. Also der Grabstein, aber ist ja auch egal. Dann nehmen wir uns den direkt mal mit. Nehmen mal den Hauklotz, dann kann der den. Wenn der Steiner gefällt, ist direkt. Ach, Stein gefällt ist. Ich fäll mir gleich auch einen Stein. Wenn der Steiner kaputt gehauen ist, in Einzelblöcke zum Verarbeiten, dann tun wir die weg und dann können wir den Hauklotz perfekt dahin bauen. Vielleicht passt er auch jetzt schon, weiß ich gar nicht. Er passt sogar jetzt schon. Da brauchen wir die Steine gar nicht wegzutragen. Brauche ich den jetzt mehr ab da? Ich weiß nicht, ob das mit den Pilzen da so. Ich baue ihn einfach hier. So. Ich will natürlich, dass die Pilze noch weiter wachsen. Wie ja bereits erwähnt, von der schönen Nelfe baut man ein Gebäude auf die Pilze. Wächst dort nichts mehr. Also die Pilze zumindest. Wenn man das Gebäude wieder abreißt, wachsen sie aber weiter. Nur wenn da schon solche Pilze wachsen, natürlich später kann man immer mal drauf bauen oder so, aber wir haben momentan noch keine. Beim Hauklotz konnte man es eben sehen, Farm, wo man sowas anpflanzen kann. Und daher. Naja. Ich glaube, ich sage in diesem Let's Play oft, naja, aber egal. Naja. Und die Steinsteuer erfunden. So, wer lesen will. Naja, siehst du, man, damit kann man die Hamsterchen auch zur Strecke bringen. So ist Hamster einfach. Ah, das erinnert mich übrigens direkt daran. Jetzt laufen sie oben immer noch nicht rum. Ja, wollen die nur noch da rumpennen, ey. Jetzt hätte ich das eben mal gezeigt. Jetzt ist auch echt wieder beinahe vergessen. Ja, komm, nehmen wir uns mal so ein Freizeitbiegel. Oder. Ah, der hat. Da sieht man übrigens auch, dass ein Kind da ist. Und man sieht auch hier, jetzt, wie man jetzt hier unten sieht, schwanger. Heißt die Tante ist schwanger. So. Mit der gehen wir jetzt eben mal da oben. Und sagen, das legst du hier hin. Das legst du irgendwie hier hin. Hier. Och, nee. Jetzt kommt wieder so ein kleiner Bug, der ein bisschen ab und zu nervig ist. Wenn sie gerade keinen Bock haben, die Wägelchen, dann, oder der Weg zu entfernt ist oder wie auch immer, dann legen sie die Sachen nicht dahin, wo du sagst, leg sie dahin, sondern legen sie einfach vor ihren Füßen hin, weil sie keinen Bock haben. Also ist auch, das finde ich eigentlich, solche Sachen finde ich an diesem Spiel, muss ich ehrlich sagen, richtig geil. Übrigens, man kann die Sachen nicht direkt wieder aufeinander legen. Das ist so ein bisschen der Scheiß, deshalb lege ich auch meistens die Sachen hier zum Beispiel auf eine Stelle und klicke dann Doppelklick immer drauf, dass es direkt vor seinen Füßen wieder hinwirft. Aber das finde ich an dem Spiel richtig geil, dass so viele Sachen, die Zwerge ihr eigenes Leben haben. So, der Grabstein, wer lesen will, kann das gerne machen. Schluchz, ne? Traurig, traurig, Zwerge sterben. Ja. Und jetzt haben wir einen Grenzstein, den ich glaube ich gar nicht. Habe ich den in Auftrag gegeben? Anscheinend. Naja. Gut, wenn man schon haben, dann benutzen wir ihn auch und bauen ihn einfach mal hier hinten hin. Ja, wieso nicht? Wieso nicht? So, die Tante hat alles weggelegt. Wenn du noch Arbeitszeit hast. Ach so, die hat schon beide Zeit. Gut. Ich nehme es zurück. Der ist auch fertig. Ja, fällt den Pilz. Schade, dass man eigentlich nicht so zwei Sachen hier eintragen kann von den Aufgaben her. Fällt den Pilz und dann fälle den Pilz und dann mach dies. Und dann mach jedes. Das geht leider nicht ganz. Machen wir hier direkt nochmal. Pilz fällen. Oh, guck mal, Bernd ist geboren. So. Und zwei. Oh, dann war sie also doppelt schwanger, die Tante. Jetzt haben wir einmal Irmina und Bernd. Männlich und eine Frau. Also nicht eineige Zwillinge, wie man sagen möchte, ne? So, Gwendolin ist noch ein Baby. Die wird auch später erwachsen, ne? Nur, dass ihr nicht denkt, die bleibt immer hier so ein Babychen. Naja.
Vielleicht kann man irgendwann auch mal so sein Baby so rumschicken und klicken und dann. So, es wäre auch mal ganz nett. Jetzt könnte man natürlich sagen, da Gwidolin von jemandem anderen ist, geht sie mit Bernd. Ja, also stellen wir es einfach um. Sagen, Bernd, du hast jetzt Arbeitszeit. Ach komm. Bernd, du hast jetzt Arbeitszeit. Du bist dann mit Gwidolin zusammen. Und Luis, du hast jetzt Freizeit und keine Arbeitszeit. Und bist dann nachher mit der Emina zusammen. Somit schlägt man gleich zwei Fliegen in einen, damit wir jeden Partner haben. Später kommen natürlich irgendwie wieder neue Kinder, dass man das nicht wieder machen muss. Aber so ungefähr. Jetzt haben wir, glaube ich, nur ein Problem. Wir haben ja total. Nee, die zwei sind ja Arbeit eigentlich. Die Babys sind ja immer Freizeit, stimmt. Naja. Und schon wieder einer, ja. Ich sag echt oft, naja. Nochmal. Noch 43 Minuten, also ich habe noch nicht so lang gezockt, aber ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube in 3 Minuten mache ich mal so ein Break. Beziehungsweise ich habe ja auch ein bisschen über. So, dann mache ich so in einer Minute so ein Break. Und dann mache ich später mal weiter. Denn ich habe keinen Bock, dass jetzt die ganze Aufnahme irgendwie doch irgendwie nicht richtig aufgenommen hat oder so ein Scheiß, weil das ist mir schon mal passiert. Und jetzt 1,5 Stunden zunichte sind und ich alles von vorne erzählen darf und zocken darf. Nee, bitte. Also wünsche mir Glück, dass es gelaufen hat und ihr diese Version hier hören könnt. Soweit. Habt ihr schon mal so den Anfang von der Siedlung gesehen? Das geht halt immer weiter und ja, werden wir uns da halt dann hier ein bisschen durchgraben und gucken mal, was hier noch so auf uns wartet. Und werden dann auch den Grillhamster zum ersten Mal bald machen, wenn dann mal irgendwann einer hier Nahrung auf 4 hat und hier auch ein paar Sachen entwickeln, zum Beispiel das. Denn den Woker werden wir kaputt hauen. Und hier auch zum Beispiel Holzkeeper kann man herstellen. Und hier ist die Farm, wie ich eben auch gesagt habe. Da ist die Brauerei. Wie gesagt, die saufen viel. Eine Schreinerei noch. Ja, und hier, jetzt, wen es interessiert, kann mal gerne zugucken. Die haben manchmal richtig nette Konversationen. Sehr schön. Ja, welches Geröll? Damit denke ich mal der Gestein gemeint. Geht dich nichts an. Aha, Geröll. Ist also Essen. Okay. Naja. Die haben nette Gespräche. Werdet ihr alles noch sehen, wo sie noch alles drüber reden. Und das Schöne ist auch, die Sprechblasen gehen immer mit im Bild. So nach Motto: Les, 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 les. Komm her, les. Naja. Ich überziehe noch mehr und noch mehr. Und das soll ich jetzt mal lassen. Deshalb sage ich einfach: Bis zum nächsten Mal. Und hier werde ich dann jetzt mal ein Break machen. Also, bis denn.